Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Disney Dreamlight Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video holen wir uns unsere Dream Snaps Macht dein Ding Belohnung ab. Wir werden das neue König der Löwen Bild machen, obwohl wir sowas eigentlich schon mal hatten mit dem Königsfelsen und sowas. Schreibt das nochmal in die Kommentare. Irgendwie so ein Thema gab es schon. Und wir werden natürlich die Abstimmung machen zu dem Minimaus-Fest der Herzen-Thema. Genau, ja. Ich werde euch nochmal mein Bild zeigen von Mach dein Ding. Da habe ich ja so ein Rapunzel-Bild gemacht. Ja, ja, ich bin nicht ganz so zufrieden. Ich habe, glaube ich, danach sogar nochmal ein anderes gemacht. Genau. Ganz links sieht man so ein bisschen den Turm. Da habe ich beim anderen Foto ein bisschen weniger Turm gehabt. Und ich hatte noch Gaston im Hintergrund. Und ich hatte noch Rapunzel im Hintergrund. Ich hatte, glaube ich, 4 Personen. Das war, glaube ich, das neue Bild. Und ich war ein bisschen näher dran. Hat mir eigentlich nochmal besser gefallen. Ich weiß nicht, ob es zu rapunzelig ist. Also ich habe schon viele Ergebnisse gesehen, die haben auch Ähnliches gebaut und wenig bekommen, leider. Ja, ich glaube, man hätte lieber was Neutraleres machen müssen oder sollen. Ich glaube, das ist einfach zu viel Rapunzel. Ne? Wie immer, schreibt gerne eure Bewertung in die Kommentare, was ihr bekommen habt, wie viele Mondscheine, ob ihr zufrieden seid. Ja, ne? Gucken wir mal. Aber ich erwarte nicht viel. 1500 vielleicht? Ich finde es ganz okay, das Bild, ne? Ja, war aber auch wirklich nicht so meine Thematik. War von vielen, glaube ich, auch nicht so wirklich die Thematik, was ich alles so gehört habe von euch. Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal nach. Komm, zumindest, also zumindest über 1000. Aber 1500 wäre schon okay, ne? Hm. Heute müssen wir uns wieder ein bisschen mehr Mühe geben, aber ich glaube, heute das Thema liegt mir auch wieder ein bisschen mehr, weil ich auch schon so ein bisschen was gebaut habe und so in der sonnigen Ebene. Gucken wir mal. Und? 1200, ja. So habe ich es ungefähr vorgestellt. Platz 5059. Ist okay. Ey, alles über 1000 bin ich immer zufrieden mit. Wir wollen ja bescheiden sein. Aber langsam brauchen wir wirklich mehr Mondsteine für das nächste Update, was nächste Woche Mittwoch kommt. Uiuiui. Also 4000 wäre jetzt natürlich nochmal schön nächste Woche. Es wird nämlich sehr, sehr teuer. Aktuell habe ich wie viele Mondsteine? 7810. Und wir haben die Hälfte des Balken schon aufgefüllt fast. Ja, oder ein Drittel, sagen wir mal so. Ne, da könnten wir bald den Pokal bekommen. Sehr cool. Ja, genau. Thema. Savannenstil. Herausforderung des Outfits. Wir wollen dich brüllen hören. Kleide dich diese Woche in einem vom König der Löwen inspirierten Look. Sei mutig, zeig dich und lebe Hakuna Matata. Genau, ich habe mich schon so ein bisschen angezogen wie der Typ da oben. Aber ich glaube, ich setze keinen Hut auf. Genau, ich habe auch schon hier den Vogel genommen. Wir werden auch mal wieder einen männlichen Charakter nehmen. Ich habe bei den Frauen schon geguckt. Ich finde, da gibt es nicht so schöne Sachen. So wirklich, ne? Ich habe auch ein bisschen gefiltert und so weiter. Leider gibt es auch kein richtiges Kleid oder so. Und ich fand dieses Hemd eigentlich bisher wirklich am schönsten, muss ich sagen. Habt ihr noch so eine Halskette gegeben, hier einfach so einen Rucksack, der mir angeboten würde. Wurde diese helle Cargo-Hose und einfach so komische so Stachelschuhe oder sowas. Ja, probieren wir es einfach damit. Paradiesvogel haben wir mit. Und ich werde natürlich Simba mitnehmen. Also für mich muss man auf jeden Fall Simba, Nala oder Scar mitnehmen. Und Simba ist natürlich so der Hauptprotagonist. Nala wäre sogar schon da, die wäre gerade zu Hause. Wo ist Simba? Weil ihn will ich schon mitnehmen. Natürlich Nala und Scar wären natürlich noch sehr, sehr cool da drauf. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Was macht der wieder? Wieder Fressi, Fressi? Wahrscheinlich wieder Fressi, Fressi, ne? Simba, warte ich. Manchmal bringt das hier, wenn man den aktiviert oder deaktiviert. Dann ist er plötzlich wieder da. Genau, hier ist er doch. Zack. Ja, nehmen wir ihn noch mit. Und ich habe die sonnige Ebene ja ganz gut schon gebaut. Und da können wir es schön vor dem Königsfelsen machen. Würde ich sagen. Ich glaube, das Thema liegt mir auch mehr. Simba, ich brauche dich. Hallo Olli, Hakuna Matata. Hey, machen wir heute wieder ein Männerfoto? Ja, klar. Lass uns abhängen. Ja, klar. Ich hänge gerne mit dir ab, Homie. Woo. Ja, let's go. Ich hoffe auch dieses Jahr auf Timon und Pumba, damit ich meine sonnige Ebene endlich mal fertig bekomme. Oder Rafiki wäre natürlich auch nochmal sehr, sehr schön. Ja. Und nächste Woche Update, Leute. Nächste Woche Mittwoch. Juhu. Sehr, sehr nice. So, genau. Outfit stimmt. Den Vogel nehmen wir mit. Ich habe auch schon so ein paar Laternen angemacht. Ich habe mich ja schon ein bisschen vorbereitet, weil das Video soll ja nie zu lange dauern. Ich will das Bild halt immer schon so in 10 Minuten, Viertelstunde höchstens machen. Ich glaube, das kriegen wir diesmal schnell hin. Genau, ich stelle mich hier hin. Simba, kommt er? Kumpel, hey! Olli, ich komme! Hakuna Matata, chill! Chill die Base, ich komme! Alles klar, ich habe noch ein paar Larven gefressen. Das haben mir Timon und Pumba beigebracht. Genau, ich habe mir das schon mal so ein bisschen als Kulisse hingestellt. Das schon mal. Ich will noch ein bisschen das Licht runterschrauben. Das würde jetzt dann so ungefähr aussehen. Moment, Kamera. Kamera, nicht die Spitzhacke.
Genau, dass wir es irgendwie so machen, so ungefähr machen. Ne? Wir hatten das aber schon mal letztes Jahr, dieses Motto ungefähr. Da haben auch viele so von der Seite das gemacht. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Nur leider habe ich nicht wirklich Platz dafür. Kann man natürlich auch cool machen, weil man dann nochmal diese Spitze so ein bisschen mehr sieht, ne? Von dem Königsfelsen. Sieht cool aus, aber wir machen es jetzt einfach stumpf von vorne. Ich glaube, das haben wir letztes Mal irgendwie auch so gemacht. Keine Ahnung, was ich dafür bekommen habe. Dann würde ich es einfach irgendwie so machen. Wir machen nochmal ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Das finde ich eigentlich ganz schön. Nicht zu dunkel. Ja, vielleicht nochmal einen Tacken mehr. Ja, vielleicht irgendwie so, ne? Ich finde das eigentlich ganz schön. Oder wäre es schon zu dunkel? Oder so. Gucken, wie es auf dem Bild aussieht. Problem ist nur, wir haben Jack Skellington im Hintergrund. Ja, ich würde es noch einen Tacken dunkler machen. Ich finde, das passt ganz gut zu dieser Savannen-Atmosphäre, dass wir so ein bisschen Sonnenuntergang haben. Ich finde das eigentlich ganz passend. Genau, dass wir es irgendwie so machen, das passt von den Farben nochmal ganz schön. Vielleicht ihn so ein bisschen nach links. So, ja, okay. Warte mal, wir müssen Buck Skellington immer wegschieben. Und Olaf passt natürlich auch gar nicht hier hin. Das wird jetzt eine Herausforderung. Eigentlich müsste man über einen Zaun bauen. Oder hier in den Busch. Oh, nee. Okay, das wird natürlich jetzt wieder ein bisschen schwierig. Schade, dass man die nicht wegretuschieren kann irgendwie. Wie machen wir das denn jetzt? Ihn kann ich nicht mal wegschieben. Er ist durchsichtbar. Durchgehbar, sozusagen. Also er soll auf jeden Fall hier stehen. Ja, wir müssen eben warten, bis die vielleicht weg sind. Vielleicht gehe ich mal eben komplett weg. Olaf geht auf jeden Fall schon. Das ist schon mal gut. Ja, da steht er eigentlich schon ganz, ganz nett. So, jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, ne? Simba stelle ich mal hier hin. Aber es werden garantiert gleich wieder welche erscheinen. Ich meine, wenn, dann ist es so. Da kann ich es auch nicht ändern. Ich weiß, viele bauen immer so einen Zaun drumherum und sperren die dann aus. Aber da müsste ich einen Riesenzaun hier bauen. Genau, das machen wir so. Ja, Jack Skellington kann ruhig da hinten sitzen. Das ist in Ordnung. Genau, die Laternen will ich eigentlich, dass man die sieht. Ich bin gut beleuchtet noch. Jetzt kommt er bestimmt gleich. Oh Gott, oh Gott. Diese roten Pflanzen finde ich links auch ganz cool. Ich würde sie vielleicht noch mal ein bisschen woanders hinstellen. Ja, vielleicht noch mal so ein bisschen. So finde ich es eigentlich ganz nett. Man sieht die Laternen. Wir haben den Königsfelsen. Warte, ich will den Vogel auf jeden Fall nochmal drauf. Ich finde, der Paradiesvogel passt auch ganz schön hier, dieser Nektarvogel. Cool wäre natürlich jetzt, wie gesagt, noch Nala und Scar. So. Suchen wir uns einen schönen Moment noch aus. So ist doch ein schönes Bild. Oder wie ich es praktisch so nehmen. Anzeigen, einreichen. Perfekter Blick, wir haben keinen Schatten im Gesicht. Simba ist perfekt, der lächelt süß, der Vogel ist cool. Nala wäre natürlich noch Highlight. Rechts noch Nala und ganz hinten irgendwo noch Scar, aber ey. Oder? Ich würde jetzt gar nicht mehr viel ändern. Würde ich erstmal so nehmen. Ich kann noch mal ein paar Filter durchprobieren, ob das noch irgendwie noch besser gelingen würde. Wir haben keinen Olaf drauf, der seinen Hintern zeigt, wo Soft Eyes hinten rauskommt. Das finde ich auch schon mal sehr gut. Filter können wir mal durchgucken. Der wäre noch ganz nett. Der wäre mir zu überbelichtet, zu dunkel. Ja, ohne Filter, wie gesagt, ist mal wieder am besten. Ja. Ich würde es so lassen. Wir gucken es uns nochmal an. Guck mal, haben wir es ruckzuck geschafft? Ja, ist doch ein gutes Bild. Rechts wäre natürlich noch Eminala cool, ne? Ja, ich hatte auch erst die Statuen da stehen von den Münzjagdspielen. Die stehen jetzt hinten auf den Tischen. Nala wäre natürlich noch optimal, aber wie willst du es machen mit Nala? Wie soll man das hinkriegen? Das ist ziemlich schwierig. Vor allem ist sie gerade im Haus drin. Ja. Ich könnte sie mal rausholen. Aber das ist super schwierig. Also viele kriegen das ja hin. Die haben dann plötzlich 5, 6 Begleiter hinten drin im Haus. Im Hintergrund. Okay, jetzt sind sie wieder draußen. Das passiert auch immer, ne? Wenn man reingeht, gehen die raus. Ich frage jetzt sie mal. Wir hängen jetzt mal mit ihr ab. Wo ist sie? Hä? Ist sie wieder drin? Hä? Wo ist die denn? Wo hat die sich versteckt? Nala? Also ich kann sie nicht sehen. Nala? Hallo? Ich bin hier! Auf Antilopenjagd! Jetzt müsste sie aber draußen sein. Ansonsten lassen wir es so. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo sie ist. Ist sie vielleicht dahinter? Warte mal. Stehst du hier? Sie wird noch im Haus angezeigt. Warte, ich verfolge mal die magische Spur.
Sie wird mir im Haus angezeigt, aber da ist sie nicht. Naja, egal. Ne, wir nehmen es jetzt erstmal so. Ich finde es ganz gut. Oder? Für 5 Minuten Arbeit ist es doch völlig in Ordnung. Ja, gibt wahrscheinlich auch nur wieder so 1500 Mondsteine, aber Thema ist getroffen, würde ich sagen. Genau, dann machen wir uns zur Abstimmung. Let's go, Minimaus feste Herzen. Herausforderung zum Dekorieren. Feiere die besten Freundschaften und Liebsten im Tal. Dekoriere mit niedlicher Deko und rosa Farbtöne, um in dieser Woche die Liebe zu teilen. Genau, da habe ich mir ja auch wieder eure Bilder aus dem Discord angeguckt. Waren auch wieder sehr, sehr schöne Bilder dabei. Wie gesagt, ich bin erst davon ausgegangen, dass es eigentlich ein Minimaus-Bild sein muss. Ich glaube, da sind auch viele von ausgegangen. Aber viele von euch hatten zum Beispiel Minimaus noch gar nicht auf dem Bild drauf, sondern die Liebsten oder die besten Freundschaften. Was ich auch wirklich dann okay finde. Dann ist das Thema auch getroffen. Aber ich finde, irgendwie muss Mini auch drauf sein. Also manche haben auch geschrieben, das heißt zwar Minimaus Fest der Herzen. Sie ist praktisch die Veranstalterin von diesem Fest. Aber sie muss ja nicht auf dem Bild drauf sein. Aber irgendwie finde ich auch schon so, ne? Und ihr seht ja auch oben an der Deko, die ist ja auch recht Minimaus-Mickey-Maus-lastig. Also ich finde, Minimaus muss da schon irgendwie von der Dekoration schon dabei sein. Ne, natürlich muss es pink sein auf jeden Fall, ne? Ja, es muss niedlich sein und rosa, ja. Und am besten Freundschaften oder Liebschaften drauf, irgendwie. Ne? Und draußen oder drin ist völlig egal. Natürlich bewerte ich immer die Dekoration und die Kleidung. Kleidung muss auch immer dazu passen. Minimaus finde ich natürlich sehr, sehr schön. Da muss irgendwas Minimaus-mäßiges drin sein. Und natürlich ist mir bewusst, die Bilder können von Kindern gemacht worden sein. Von Menschen mit Behinderung oder Einschränkung. Von Menschen, die noch nicht viel Möbel oder Kleidung haben. Von Menschen, die gar keine Lust haben oder einfach zu faul sind, einfach nur ein Bild einreichen und 300 Mondsteine wollen. Egal, wie es aussieht. Weiß ich natürlich alles. Trotzdem will ich jedes Bild konstruktiv bewerten und kritisieren natürlich nach meinem subjektiven eigenen Geschmack. Ihr habt euren Geschmack, ich habe meinen Geschmack, obwohl die auch oft übereinstimmen, die Geschmäcker, ne? Und natürlich haue ich da hier und da mal auch einen lustigen Spruch raus, so bin ich halt einfach, ne? Wie gesagt, nimmt Dreamsteps nicht zu ernst. Viele sagen sogar, ich sollte noch härter bewerten, noch krasser sein, aber ich glaube, ich mache das schon hart genug. Ne, ich versuche auch mal fair zu sein, auch mal zu sagen, was in dem Bild fehlt, was ich mir wünschen würde, was ich toll finde. Genau. Ja, legen wir einfach mal los. Let's go. Ich erwarte nicht viel, aber bei der letzten Abstimmung hatten wir auch schöne Bilder. Bei Mach dein Ding, glaube ich, war das. Hatten wir gute Dinger. Auch bei dem Alien-Ding hatten wir gute Dinger. Let's go. 50 Mondsteine holen wir uns wieder. Okay. Okay, fangen wir mal an. Ja, ja, ich, also wie gesagt, ich bin ja kein Freund von Filter und Rahmen, hat er schon mal. Ne? Es gibt ja immer diese Rahmen für Bilder, hat er nicht. Es gibt Filtern, mag ich eigentlich auch nicht. Und er hat 16:9 gemacht, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, Zimmereinrichtung, auf jeden Fall ist Mickey-Einrichtung drin. Er ist so ein bisschen als Mickey-Maus, Mickey-Mini verkleidet. Ja, leider fehlt mir Mini als Begleitung und er ist alleine. Man soll ja die Freundschaften und Liebsten feiern. Wird mir da leider zu wenig gefeiert. Er hätte zumindest einen Freund mitnehmen müssen, das erwarte ich nämlich. Und es ist, ja, pink, also es ist rosa, ja, es hat ein unterdurchschnittliches Bild, ne? Aber er hat Mini ein bisschen eingebaut, aber er ist leider alleine. Leider alleine. Genauso wie er ist. Er ist auch der Lonely Gentleman Bachelor, ne? Der jetzt wirklich auf die Limousine wartet, wo die Mädels alle aussteigen. Oh mein Gott, das ist er! Das ist er! Oder wie dieses Jahr, es sind zwei! Es sind zwei! Oh mein Gott, es sind zwei! Er ist so schön! Oh, ich traue mich gar nicht auszusteigen! Aber ich brauche die Follower! Ich brauche die Follower! Ja, leider auch wieder kleines Format. Man sieht ein bisschen Decke. Er ist halt alleine. Es ist rosa aber. Und mir fehlt Mini. Der hat kein einziges Mini-Möbelstück so wirklich, außer den Stuhl da hinten rechts. Ja, ich würde noch links nehmen, aber beides leider sehr unterdurchschnittliche Bilder. Also beides so Vierer-Kandidaten. Oh Gott, leider gar kein Rosa eingebaut, Thema verfehlt. Nichts mit Minimaus, Thema verfehlt. Sie hat das Bild alleine gemacht, Thema verfehlt. Dann noch Selfie-Modus, mag ich leider auch nicht, bin ich kein Fan von. Man sieht ihr Outfit leider nicht wirklich, ist es auch nicht pink. Es ist sehr unterwassermäßig eher, so rapunzelig, aber wo ist Mini, wo ist Rosa, wo sind Freundschaften, wo sind die Liebsten? Leider wirklich Thema, krass verfehlt, muss ich leider sagen, genauso wie hier. Sie ist alleine. Wo sind die Liebsten? Wo sind die Freunde? Wo sind Mini? Wo ist Pink? Wo ist Rosa? Das ist halt sehr Rapunzel-mäßig. Ja, aber das war nicht das Thema. Ich muss, glaube ich, sogar aus beiden rausgehen. Es tut mir sehr, sehr leid. Die waren beide so am Thema vorbei. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Bin ich zu hart? Oder ne, seid ihr meiner Meinung? Also ich finde auch hier... Also... Okay, sie hat zumindest Stitch drauf. Sie hat Stitch drauf. Okay, sie feiert... Sie hat einen Freund dabei. Und sie hat einen Tisch im Hintergrund stehen, in der riesengroßen, weiten Savanne. Aber wo ist Rosa? Ich sehe nur Grün
Grün und Schwarz, das sind die dominierenden Farben. Das war nicht gefragt. Wo sind Mini-Möbel? Wo ist Mini-Maus? Wo ist das Fest der Liebe? Das Fest der Herzen? Es ist leider für mich auch eine 5. Es ist gut beleuchtet, immerhin 16 zu 9, keine Filter, keine Rahmen. Das kann ich noch wertschätzen. Aber ja, sie hat zumindest ein bisschen rosa durch die Couch und die Klamotten. Ja, aber wo ist Mini? Also sie hat zumindest Mickey-Maus-Bild und Mickey-Maus-Uhr. Aber es ist wieder Rapunzel. Und wo sind die Freundschaften? Wo sind die Liebsten? Das ist für mich, ja, es tut mir sehr leid. Ich glaube, ich gehe da auch aus beiden nochmal raus. Minimaus Fest der Herzen. Minimaus wird in der Überschrift erwähnt. Minimaus. Feiere die besten Freundschaften und Liebsten im Tal. Wo werden die gefeiert, wenn man alleine ist? Also alleine kann ich keine Party mit Freunden und Liebsten feiern. Dekoriere mit niedlicher Deko, nicht in den sonnigen Ebenen auf grünem Gras. Und rosa Farbtönen, um in dieser Woche die Liebe zu teilen. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr sagen. Also, hä, das war doch so ein leichtes Thema. Ja, immerhin, Rosa ist auf jeden Fall dabei. Sie hat ein Minimaus-Kostüm an. Sie hat Minimaus, jetzt zumindest pur dabei. Es ist zumindest ein Freund. Es ist ein Freund, den man lieb hat. Aber natürlich sehr karg dekoriert. Keine Lampen oben, keine Fenster. Es ist halt nur eine rosa Tapete. Da fehlen Fenster, Bilder, Lämpchen. Beleuchtung ist okay. Ja, immer ein Thema getroffen. Ja. Ja, es ist auch rosa. Ich bin jetzt nicht der Fan von der Süßigkeiten-Tapete, auch nicht vom Süßigkeiten-Boden. Es ist auf jeden Fall rosa, es ist niedlich. Minimaus-Aspekt fehlt mal ein bisschen. Okay, hinten ist ein Minimaus-Bild, aber es ist eher wieder so Rapunzel-Prinzessinnen, asiatisch. Aber sie hat zumindest das Thema getroffen. Ich würde auch das rechte Bild tatsächlich nehmen, weil es besser dekoriert ist. Aber da würde mir auch im Vordergrund fehlt ein bisschen was. Leider auch sehr unterdurchschnittlich, muss man leider sagen. Ja, das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Sie hat Minimaus-Kostüme, es ist immer in pink und rosa. Ne? Sie hat ein paar Minimaus-Möbel-Bilder, finde ich ganz schön. Halbwegs gut dekoriert. Genau, mir würde halt wieder Minimaus fehlen oder irgendwie ein Freund oder ein Liebster, der dabei ist. Aber ja, auch die Decke ist, könnte mehr Lampen vertragen und so. Aber ich mag das noch mit der rosa Beleuchtung, finde ich ganz schön. Das gefällt mir aber noch besser. Ne, sie hat zumindest Vaiana mit, immerhin. Ich meine, ich finde, er passt überhaupt nicht da rein, Vaiana. Ich hätte einfach Minimaus mitgenommen. Da kannst du nichts falsch machen. Aber die Klamotten passen gut zum Thema. Es ist rosa, es ist niedlich eingerichtet. Ja, die Decke ist mir wieder ein bisschen zu sehr im Vordergrund. Ich würde immer versuchen, die Decke nicht zu fotografieren. Sage ich auch jedes Mal. Aber wie gesagt, alles mein subjektiver eigener Geschmack. Ja, es ist sehr prinzessinnenmäßig wieder. Aber es ist in Ordnung. Es ist rosa, es ist gut dekoriert. Nehmen wir auf jeden Fall das. Oh, da hat mal jemand Minimaus mit. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Minimaus ist aber, ihr Outfit ist ganz gut pur. Ja, siehst du, bist nicht alleine. Sie hat ein paar Minimaus-Möbel und ein bisschen rosa, aber die Einrichtung könnte niedlicher rosaner sein. Aber vielleicht hat sie noch nicht so viel. Ja, ne? Sie hat vielleicht noch nicht so viel. Die weiße Tapete würde mich stören. Ja, gehen wir mal zu dem Bild. Ja, leider hier wieder diesen schwarzen Rand und den Aufzug fotografiert. Würde ich auch nie machen. Schwarz, schwarz, schwarz an den beiden Seiten. Ah, und leider auch so ein bisschen Thema verfehlt. Sie ist so eine lila Hexe in so einem sehr lilanen Raum. Aber die Farbe war doch rosa, die gefragt ist. Oder bin ich farbenblind? Das ist doch lila, lila. Aber kein rosa. Und sie ist halt wieder alleine. Oder sie surft vielleicht im Internet, sucht sich gerade einen Liebsten. Das kann natürlich auch sein. Aber wo ist Mini? Wo wird Liebe zelebriert? Wo wird Freundschaft zelebriert? Wo sind die Mini-Möbel? Wo ist rosa? Ist halt komplett am Thema vorbei für mich. Da würde ich sogar das linke tatsächlich einfach noch nehmen. Obwohl das rechte schöner dekoriert ist. Ja. Okay, sie hat... Ich finde... Also Farben passt leider überhaupt wieder nicht. Es ist wieder kein Rosa. Es sind keine Minimaus-Anleihen. Es wird auch keine Liebe zelebriert. Okay, sie hat Robby dabei. Sie ist nicht alleine. Sie hat ein paar Puppen. Aber es ist wieder zu viel Prinzessin. Auch ihr Outfit, dieses Graue, ist für mich nicht rosa. Das muss doch Liebe versprühen. Valentinstag, Mädchenhaftigkeit. Also eine Prinzessin kannst du vielleicht auch noch machen. Aber irgendwie, ne? Ist für mich zu blau-golden-braun leider irgendwie. Ja. Aber besser als das... Ja, Selfie-Modus leider wieder kleines Bildformat. Woody, siehst du, bist nicht alleine. Aber wo sind die rosa? Sie hat ein paar rosa Akzente oder so, aber ja. Oh, schwierig. Ich würde, glaube ich, sogar noch das Rechte nehmen, weil sie noch ein bisschen mehr rosa hat. Aber es ist beides. Ich gehe raus. Es ist leider beides für mich am Thema vorbei. Es tut mir sehr leid. Das wäre für mich beides echt 5. Oh, auch wieder schwarz. Ich würde nie so das Zimmer fotografieren. Ich glaube, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so sieht. Ich finde, das sieht nicht schön aus. Weil du hast die Hälfte des Bildes halt wieder schwarzes Weltall. Schwarzes Vakuum.
dann läuft das so spitz zu. Ich mag das irgendwie nicht. Ich weiß, sie will ihr ganzes Zimmer zeigen. Es sind zumindest rosa ist drin. Aber wo sind wieder die Minimaus-Möbel? Leider nichts. Wo ist Minimaus? Wo ist ein Freund? Wo sind die Liebsten? Wo sind die Freundschaften? Heißt das vielleicht auf Englisch anders, das Motto? Sie ist wieder komplett solo. Leider ist das Outfit sehr düster. Gar nicht irgendwie rosa oder mal irgendwie oder Valentinstag herzensmäßig gekleidet. Leider auch nichts so wirklich. Ja, das ist für mich ein bisschen schöner. Das ist niedlich dekoriert, du hast rosane Akzente, du hast ein bisschen Minimaus-Möbel, auch ein bisschen was im Vordergrund. Ihre Kleidung ist ganz süß, auch mit dem rosa Pullover finde ich niedlich, aber leider wieder alleine. Wo sind die Freunde, wo sind die also, hey, das steht doch im Text drin. Nimm doch zumindest Minimaus mit, oder steht im Englischen Minimaus gar nicht in der Überschrift? Manchmal ist das ja so, dass es bei uns ein bisschen anders ist, aber wo ist Mini, wo sind Freunde, wo ist das Fest der Liebe? Aber es ist schön, halbwegs okay, schön dekoriert, aber an der Decke ist auch wieder karge Betondecke, wie in so einem Rohbau. Da hätte ich ein paar Lampen hingemacht, aber wir nehmen das Rechte noch. Es ist halt auch nichts wirklich Dolles. Ja, sie hat auf jeden Fall ein bisschen rosa Akzente, sie hat Mini-Möbel, finde ich ganz schön. Ihre Klamotten sind okay, es ist gut beleuchtet, keine Filter, keine Rahmen. Ihr Outfit ist süß, sie ist nicht alleine. Man, sie hat pure Stitches hinter das Sofa gefallen. Sie, könnte man auch besser in Szene setzen, aber es ist ganz nett dekoriert, finde ich. Auch von den Farbgebungen her, es ist niedlich und so, ja, ne? Das gefällt mir aber noch besser, muss ich sagen. Ist halt auch wieder sehr rapunzelig und sehr prinzessinig. Wo ist Minimaus-Möbel? Sehe ich auch wieder gar nicht. Wo ist ein Minimaus-Bett oder so? Es muss nicht alles Minimaus sein, aber ein bisschen mehr Minimaus-Attribute hätte ich gerne. Und wo ist rosa? Also es ist ganz wenig rosa. Meistens halt wirklich eher lila Gold oder so, ne? Blau, aber wo sind die rosa? Seine Klamotten, ja, sind okay. Er ist zumindest nicht alleine, er hat das Krokodil mit, ne? Aber leider auch zu weit weg, der Charakter. Aber ich finde sein Ding noch am schönsten, nur ihr. Es kann natürlich auch ein ihr sein. Okay, sie ist nicht alleine. Es ist rosa. Format könnte 16:9 sein. Klamotten passen, aber da hätte ich auch eine Pose oder sowas gemacht. Aber das Zimmer ist gut dekoriert halbwegs. Es sieht voll aus, es ist nicht zu leer. Die Wände sind voll. Das mag ich. Man sieht die Decke nicht ganz so schlimm, weil sie ein bisschen grün hat. Sie hat auf jeden Fall rosa drin. Sie ist nicht alleine. Das finde ich schon mal in Ordnung. Mini-Möbel natürlich wieder nicht vorhanden. Außer, glaube ich, das Sofa da. Ja, also, es stand vielleicht bei vielen nicht rosa. Es ist nicht mal einmal rosa da. Außer vielleicht noch die Nase vom Schneemann da hinten. Die ist aber lila. Es ist total blaustichig. Also, das ist keine Minimaus. Es wird keine Liebe zelebriert. Ich spüre nur Kälte in meinem Herzen. Und es ist wie auch schwarz links. Ja, total am Thema vorbei. Es ist wirklich... Uiuiuiui. Also, heute ist wieder ein bisschen... Okay. Drei Bilder rein müssen wir noch schaffen. Also bin wieder leider ein bisschen enttäuscht. Guckt euch gerne die Bilder aus meinem Discord-Kanal an. Ihr habt das super toll gemacht. Ich liebe eure Bilder. Ich liebe sie. Oh, warte, ich will nochmal wegklicken. Ich will einmal mal ein gutes Bild haben. Also was mir wirklich mal richtig, richtig gut gefällt. Oh, ja, die sind auch alle okay. Rosas drin. Die sind auch alle gut. Aber gibt es einmal ein richtig geiles vielleicht? Dass ich nicht immer so viel meckern muss? Ja. Hier wird zumindest die Liebe zelebriert, finde ich. Guck mal, der macht vielleicht gerade, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Der Typ macht dann Ariel einen Heiratsantrag. Sie guckt schon so schockiert. Ich will gar nicht. Das wird peinlich. Alle Handys sind auf mich gerichtet. Aber es fehlt mir wieder Minimaus-Aspekt. Aber es ist rosa Farbtöne drin, ne? Aber Minimaus würde mir halt wieder irgendwie fehlen. Ich weiß, sie steht nur in der Überschrift, aber finde ich, ist wichtig irgendwie auch, ne? Auch ein schönes Bild, mag ich auch gerne. Gut beleuchtet, finde ich ganz süß mit dem Bett. Aber wo ist Mini? Wo sind Mini-Möbel? Sie ist wieder alleine leider. Da wird nicht die Liebe zelebriert, wenn du alleine bist. Du kannst dich natürlich auch selber lieben, das ist klar. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber wo sind die? Sind ja Freundschaften gefragt, ne? Ja. Och, Mann. Also das fällt mir jetzt diesmal echt schwer, muss ich sagen. Ist das bei euch auch so? Ja, guck mal, sie hat zumindest Minimaus dabei. Sie ist nicht alleine. Sie hat sich auch Minimaus-artig angezogen. Du hast rosa Farbakzente. Du hast es halbwegs okay dekoriert. Ich hätte alles noch ein bisschen mehr nach vorne gemacht. Weil vorne ist wieder relativ leer. Ich hätte den Teppich noch weiter nach vorne gezogen. Die Blumen und den Kronleuchter noch. Aber schöne Wände. Die Wände sind schön dekoriert. Mit den Fenstern mag ich. Sie ist leider ein bisschen weit weg und guckt ein bisschen komisch. So. Irgendwie. Aber es ist okay. Es ist ganz gut. Vor allem hier.
Ich weiß nicht, was da welche als Freundschaft interpretieren oder Liebe. Mitten im Stock, im stockfinsteren Wald, in den eisigen Höhen. Es ist kalt, sie ist alleine. Wo wird da Freundschaft zelebriert? Okay, die Aliens sind da, aber die Aliens sehe ich jetzt mal als Puppen. Das sind jetzt keine echten Wesen, ne? Und die Kamera ist auf den Weihnachtsbaum gerichtet. Das ist gar nichts mit Minimaus, gar nichts mit Valentinstag, Fest der Herzen zu tun. Also komplett am Thema vorbei. Durch Kompletto, ne? Aber sonst, ihr seht fast immer dasselbe. Doch, Mann, ein schönes Bild hätte ich gern. Ich will auch gar nicht so viel meckern. Ich freue mich über schöne Bilder. Auch hier wieder, ne? Aber, ja, machen wir das nochmal. Sie hat zumindest Minimaus drauf. Das Outfit passt. Aber wo sind rosa Akzente? Rosa. Rosa ist doch gefragt. Wo ist niedliche Deko? Also eine Küchentheke ist für mich nicht niedlich, muss ich sagen. Ne? Auch die Küche ist mit, ich meine, sie wird wahrscheinlich nicht viel haben. Man sieht das schon. Unten auch wieder dieses Schwarz. Ah, würde ich auch nicht machen. Ne? Aber es ist gut beleuchtet und so. Ja, und hier ist natürlich wieder totale Tristesse, totale Einsamkeit. Also ich finde, ein einsameres Bild gibt es fast gar nicht. In dieser weiten Steppe, okay, der Vogel ist zumindest da. Das Outfit passt auch und der Hintergrund komplett gar nicht. Was hat das Kürbis, was hat denn Kürbis-Outfit vor Bambus zu tun? Also, wo ist denn da Liebe, wo ist denn da Rosa? Das ist für mich grün, orange, braun, gelblich. Auch so total am Thema vorbei, also... Ja, wir haben unsere 50 Mondsteine. Ich glaube, wir werden auch nichts mehr wirklich richtig Gutes finden, leider. Was mich sehr traurig. Ui, ja, guck mal, da haben wir doch mal. Ja, das ist doch so Discord-Niveau. Das ist so euer Niveau, wie ihr Bilder macht. Schön. Ja, ich meine, beide sind von hinten. Okay, das ist nicht ganz mein Geschmack, ne? Aber es sieht geil aus. Es ist cool dekoriert. Es ist, hat Pinktöne drin, Rosatöne. Keine Filter, keine Rahmen. 16:9 Mini ist drauf. Das Outfit passt. Sogar der Vogel ist irgendwie rosa-lilalich. Schön beleuchtet, schön dekoriert. Ich meine, ich mag jetzt nicht diese 1000 Bäume. In so einer Reihe ist jetzt auch nicht ganz mein Geschmack. Aber es hat sowas Königliches und für das Bild ist es in Ordnung. Du hast eine Zentriertheit, du hast ein Konzept dahinter. Gefällt mir. Und es ist nicht in der Wohnung, wie jeder es macht. Ich habe es auch nur in der Wohnung gemacht. Ja, ey. Gefällt mir. Bisher bestes Bild. Es geht doch. Schön. Ja, und hier haben wir natürlich ja die Vollkatastrophen. Hier ist natürlich wieder, weiß ich nicht. Mama, das ist meine allererste Wohnung, hallo. Der Peter lässt grüßen aus Leipzig. Ja, keine Ahnung, ist halt so eine, die erste Junggesellenbude. Er macht halt ein Selfie davon. Es hat null mit Minimaus zu tun, null mit Freundschaft, null mit Liebe, null mit rosa Farbton, außer der Herd und das Sofa. Aber er hat zumindest ein bisschen Mini-Möbel, aber auch wieder Selfie-Modus. Die Klamotten passen rein gar nicht. Ja. Vielleicht bin ich auch ganz alleine da, aber ich finde das ganz schlimm. Also, zumindest man kann sich auch wirklich mit wenig Sachen Mühe geben. Auch Kinder können tolle Bilder machen. Auch Menschen mit Einschränkungen können tolle Bilder machen. Man sieht doch, wenn sie einer Mühe gibt, ne? Und ein bisschen Liebe reinbringt. Auch mit wenig Sachen. Der Zug in der Wohnung ist auch witzig irgendwie. Ja. Es sind auch okay, Bilder sind auch ganz schön so, ne? Aber wäre mir wieder zu wenig Minimaus, aber sie hat rosa drin. Aber sie ist auch wieder alleine, leider. Auch hier wieder alleine. Hatte, okay, jetzt sie hat ein Tierchen mit, aber. Ja, ich würde noch ihrs nehmen. Ja. Oh, das finde ich auch ganz schön dekoriert. Ja, genau. Sie hat, guck mal, sie hat Eva dabei. Eva könnte halt noch neben ihr stehen. Eva guckt leider traurig. Aber Outfit passt. Und sie hat sehr Mickey-Mini-lastig dekoriert. Mir würde halt nur Rosatöne fehlen. Und was macht dieser komische Kühlbehälter neben ihr? Wo sind die Rosatöne? Das wäre eher ein Mickey-Maus-Zimmer für mich, anstatt ein Mini-Maus-Zimmer. Ne? Das wäre eher Mickeys Fest der Herzen. Aber es gefällt mir besser als das, wo du halt nur wieder vorne schwarz hast. Den Aufzug, sie ist komplett alleine, aber sie hat ein paar Rosatöne. Ja, will ich das natürlich noch nehmen. Ne? Oh, auch schön dekoriert. Ja, das ist ein schönes Swelly. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Das ist ganz gut, aber auch leider wieder alleine. Ne, okay, da hinten ist zumindest Elsa, aber ne, ja, es ist ein schönes Valley, aber das ist echt hübsch. Ja, ist auch ein gutes Bild, mag ich auch ganz gerne. Rosa Akzente, ne? Bisschen leerer Strand vielleicht und so. Aber ich glaube, das linke würde mir sogar noch besser gefallen. Ich mag das ganz gerne. Ja, es kommen doch schon mal ein paar bessere Bilder. Ja, okay, die letzten Bilder haben noch ein bisschen gerettet, aber es sind auch viele Dinger wieder am Thema vorbei. Also kompletto am Thema. Finde ich schade immer, ne? Irgendwie. Ja. Aber okay, wenn man vielleicht keine rosa Möbel hat. Aber du kannst zumindest Mini oder kannst zumindest einen Begleiter mitnehmen, dass es nach Freundschaft aussieht, oder? Ich finde, das kann man zumindest machen und nicht alleine da stehen. Wie gesagt, alles meine Meinung, den Dream Steps natürlich nicht zu ernst.
Es gibt Wichtigeres im Leben, sage ich ja immer wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall viele, viele Mondsterne. Ich wünsche allen vielen Mondsterne. Es ist ja auch mal ein Miteinander, nicht gegeneinander. Ich schicke mir auch immer viele, viele Bilder, die ich mir mal angucken soll. Schreibe ich natürlich mal gerne zurück, falls ihr es nicht bei mir in den Discord reinschafft. Lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder auf Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.